Lohnkostenoptimierung oder Nettolohnoptimierung ist ein Thema, das derzeit in aller Munde ist. Viele Unternehmer gehen dieses Thema an, nach dem Stichwort mehr Netto vom Brutto. Das heißt, Unternehmer zahlt möglichst weniger Brutto, Mitarbeiter hat mehr Netto durch Sachbezüge oder Ähnliches. Zwei Dinge gibt es dazu zu sagen. Zum einen mal, die pauschalotierte Unterstützungskasse ist ja auch ein absolut ideales Nettolohnoptimierungsinstrument. Wir können Modelle machen, ich werde Ihnen später noch einige vorstellen, BAV statt Gehaltserhöhung oder BAV statt Lohnerhöhung. Und da sehen Sie, wie effizient so ein System sein kann, wie effizient für den Arbeitgeber, für den Mitarbeiter, was der Arbeitgeber wirklich an Mehrliquidität hat, wirklich an absoluter Mehrliquidität, bei der ihm gar nichts abfließt und wie viel der Mitarbeiter an Effizienz hat. Auch ein zweiter Stelle spielt es natürlich eine Rolle. Bei der Nettolohnoptimierung gibt es ja immer einen Sozialversicherungsnachteil. Das heißt, wenn das Bruttolohn reduziert wird, weil der Mitarbeiter nicht mehr 2000 Euro verdient, sondern nur mehr zum Beispiel 1940, weil er zum Beispiel für 44 Euro einen Tankgutschein bekommt oder weil er sein Handy gestellt bekommt oder weil er Internetnutzung oder für Werbung am Fahrzeug irgendwas bekommt. Er bekommt weniger und bekommt auf der anderen Seite einen Sachbezug. Dann ist natürlich auch das sozialversicherungspflichtige Bruttogehalt niedriger. Wenn dieses sozialversicherungspflichtige Bruttogehalt niedriger ist, gibt es später auch weniger Rente, gibt später auch im Arbeitslosenfall weniger Arbeitslosenhilfe und ist er langzeitkrank, bekommt er auch weniger Krankengeld. Dieses ist grundsätzlich auszugleichen. Und für so einen Ausgleich ist natürlich die pauschalodierte Unterstützungskasse wieder absolut ideal, vor allem für den Rententeil, weil dieser Rententeil erst einmal sich wesentlich effizienter gestalten kann. Für den Arbeitgeber gibt es den Vorteil, dass ihm keine Liquidität dafür abfließt. Die Rente bleibt also im Unternehmen und der Mitarbeiter bekommt später seine Rentenzulage oder auch vielleicht seine Einmalzahlung, jedenfalls seine Kapitalabfindung, die er gern hätte, was er den Mitarbeitern in der Regel sogar lieber ist.